fand das am Anfang, das können wir als Thema nehmen, also nimm Meister oder nicht Meister. Und ich fand das immer komisch, wenn die Leute gesagt haben, das geht ohne Meister nicht. Also alleine, weil ich aus einer Generation komme, die halt so ein komisches Verhältnis zu Meister und Nicht-Meister und so haben. Deswegen habe ich den Badia gelesen. Den könnt ihr nachhören sogar. Den habe ich gesprochen. Das ist eine Sutta vom Buddha, dass sich jeder sein eigenes Bild machen sollte. Ja, ich sehe hier doch noch ein paar Regentropfen. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Fortschritt braucht man so einen Menschen, der schon weiter gegangen ist. Weil, na, ich meine, es kommt darauf an, ob ihr das wirklich, ob ihr diesen Meditationsweg weiter gehen wollt. Also, es ist ja auch okay, besonders in Bezug auf Reinkarnation, wenn man sagt, nö, ich möchte jetzt mit diesen angeleiteten Meditationen oder was hatte ich, die helfen mir beim Einschlafen, das ist, halte ich nicht für Meditation, aber was, wenn das alles ist, was ihr wollt, dann braucht ihr keinen Meister. Aber wenn ihr merkt, irgendwie ist das, führt mich das nicht weiter, dann braucht ihr einen. Und also alleine den Hinweis, diese geführten Meditationen sind es noch nicht. Ne? Also es sollte noch einen Schritt weiter gehen in Richtung Selbsterkenntnis. Und wenn ihr selber schaut in andere Meditationstraditionen, Sufi und so weiter, diese angeführten Sachen werden von großen Meistern gemacht, um bestimmte Zustände herbeizuführen und nicht immer zu, sondern um etwas zu verdeutlichen und dann wird das fallen gelassen. Also dann gibt es diese angeführte Meditation nicht mehr. Das ist mehr in Richtung Schamanismus zum Heilen oder irgendwas zu zeigen. Das müssen aber wirklich, wirklich, wirklich große Meister sein. Also Leute, die das seit 40 Jahren oder sowas machen. Also nicht mit 20 habe ich schon mal irgendwie ein bisschen Schamanismus gemacht und schon bin ich der große Meister. Leider, leider nicht. Also ich glaube dieser Tulku-Geschichte auch nicht so, weil man aus diesem Leben Erfahrung braucht. Also diese Körper-Geist-Zusammenhang in diesem Leben erfahren haben muss. Also Tulku bedeutet, dass man ein reinkarnierter Meister ist und deswegen, oder Meisterin, und deswegen quasi schon ziemlich weit ist. Das kann in vielen Sachen stimmen, aber ich glaube gerade auf diese Körper-Geist-Zusammenhang eher nicht. Und gerade wenn es dann auf diese Crazy Wisdom-Geschichten geht, also ne, ich predige sowieso, mach was anderes, weil ich bin ja schon erleuchtet, ihr nicht und so. Also ich weiß nicht, ich bin da nicht so ein Freund von. Aber ich kann mir immer mehr vorstellen, weil ich das gesehen habe auf der Wiese. Ja, dass ich zum Beispiel sage, das wäre gut in die Richtung, aber mit freundlich, aufmerksam und gelassen zum Beispiel. Und dann ne, geht jemand in die Richtung und vergisst freundlich. Ne, sagt, habe ich erreicht, fertig. Und da wird es dann interessant, dass der Meister eben sagt, nee, so habe ich das nicht gemeint. Ne, du glaubst zwar, du hast jetzt diesen Punkt erreicht, das ist es aber nicht. Das ist gar nicht, das war offensichtlich, dass es dahin geht, aber du hast jetzt die Gelassenheit vergessen. Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit. Du hast die Aufmerksamkeit, aber die Gelassenheit und die Freundlichkeit sind nicht mehr da. Das war also nicht, du bist quasi vom Wege abgekommen. Dazu braucht man einen Meister mindestens. Das ist wieder das Doofe. Man lernt das erst, wenn man quasi keinen mehr braucht. Dann merkt man, dass ein Meister sinnvoll wäre. Und dann eben
Also ich stelle mich zur Verfügung dafür, gerne, aber ne, ist klar, ihr wählt euch den selber aus oder die Meisterin, die euch am besten passt. Aber macht da nicht so, also sucht euch diese Meisterin oder den Meister aus, aber bleibt dann erstmal bei denen. Ne? Also so 3, 4, 5, 6 Jahre meine ich damit. Ne? Also auswählen ist gut, hinterfragen ist gut, ne? Aber dann bleiben. Weil man muss sich gegenseitig auch kennenlernen, weil man weiß nicht immer genau, was mit diesen Wörtern gemeint ist, die dieser Mensch sagt, schon im Alltag nicht. Und also die Kommunikation muss sich so einüben zwischen den einzelnen Personen. Also am Anfang mit diesen Meditations-Apps ist das gut. 1, 2, 3 Jahre und dann sucht euch ein Meister oder eine Meisterin. Also ihr könnt dann vielleicht noch mal 2, 3 Jahre überbrücken, indem ihr sowas findet wie eine Meditationsgruppe, die auch nachträglich sich gegenseitig austauscht. Ja, das ist auch gut. Aber dann, also, nee, das muss nicht ich sein. Es wäre schön, das muss aber miteinander passen. Und dummerweise, ich glaube, das geht nicht so gut über Online-Geschichten. Wir können das gerne testen, ne, wenn ihr das wollt. Schreibt in den Comments, schreibt in den Chat. Ne, gerne. Ist nicht Zoom-mäßig oder so. Aber ich glaube, das ist besser, das wirklich in direktem Kontakt zu machen. Und jetzt versuchen wir zusammen 20 Minuten rumzusitzen. Sofern es nicht regnet. Ich habe, wie gesagt, heute genug Regen abgekriegt. Und eine Minute, ungefähr eine halbe, 30 Sekunden kurz vorm Ende, ein hoher Glockenton für die Frage, wie lief die Session jetzt ohne Antwort? Denn ihr lernt dadurch am besten. Ich packe mich noch ein bisschen ein. Also macht es euch bequem. Ja? Versucht hier nicht irgendwas auszuhalten. Ich versuche das hier draußen auch nicht. Ja? Wenn mir das nicht gut tut, dann mache ich das nicht mehr. Also jetzt sogar bei dieser Session. Aber es ist okay. Also richtet euch ein, auf dass ihr frei atmen könnt. Und weiter den Körper entspannen. Das innere Gefühlswetter, das Gedankenstrom, auch freundlich zur Ruhe kommen lassen. Dauert manchmal 20 Minuten. Ist nicht schlimm. So. So wie es ist. Aber sofern beide zufrieden sind, bleibt der Körper hier atmend. Lasst auch Vorstellungsbilder ziehen. Es gibt nur eins, das werdet ihr aber selber herausfinden. Ein wunderbares Licht, was verschwindet, wenn ihr hingeht, dann habt ihr das Richtige.
der Bar. Erholt euch. Freundlich, aufmerksam und gelassen. Ja? Und das innere Lächeln. Also für mich, das ist mein Weg. Das wird, um den Kreis zu schließen, wenn ihr einen Meister sucht auf dem Weg, freundlich, aufmerksam und gelassen durch den Tag, das ist mein Weg mit Daoismus, von dem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ohne Chinesisch, aber Englisch. Alles, was da möglich ist, zu recherchieren, heranzubringen. Ich bin Buddhist, also so nach den Regeln, also ein Laien-Buddhist. Ich habe diese 5 Absichten öffentlich erklärt, die gleichen sind wie für einen Laien-Daoist. Und ich meditiere wirklich mit einer Pause, also eine 15, 20 Jahre lange Pause ist das gewesen, seit meinem 4. Lebensjahr. Und das Wort Meister, das klingt immer so abgeschlossen, also als ob man fertig ist. Nee, also ich lerne auch weiter. Ich kann das weitergeben, was ich gelernt habe, von dem ich weiß, dass es möglicherweise aus anderen Traditionen kommt oder was ich eben für mich herausgefunden habe. Aber das ist ein Meister. Meister ist nicht fertig. Meister lernt weiter und gibt das weiter, was er kann. Bis zum nächsten Mal mit Zen Qigong, Tai Chi und Meditation von der Wiese, von zu Hause. Lasst es euch gut gehen. Und jetzt packe ich mein Zeug ein und esse Zwetschgenkuchen mit Tee, warmen Tee.